Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Dies ist das Finale aus dem vierten Community Battle von meiner einer und wir sehen die beiden Finalisten, die sich in jeweils einem Free-for-All durchgesetzt haben. Es ist der grüne Terraner Devil Cry X, der rechts unten gespawnt ist und links unten ist der orangene Zerg-Spieler Trafalgar und ist also ein TVZ auf der Karte IC Cup Neo Enigma, die hatte ich ja bereits schon mal vorgestellt, als hier TLO gegen Nurture, glaube ich, gespielt hat. Und die Karte hat mir so gefallen, dass ich dachte mir, okay, die erste Karte bestimme ich. Das wäre in dem Fall Neo Enigma gewesen und die zweite ist danach immer Loser's Choice. Das heißt, egal wer hier verliert, der kann dann die zweite Karte bestimmen. Und wichtig ist zu sagen, dass Devil Cry X random spielt. Er hat auch bei den Free for All random gespielt. Er ist also zufällig Protoss geworden. Also hier ist er hier auch gerade zufällig Terraner geworden. Dementsprechend gucken wir mal, was Phase ist. Und wir sehen also jetzt hier von ihm mal das Supply Depot an der Show. Guck mal auf die APM gerade hier. Beide bei knappen 80, 90. Oh, gerade hier spammt hier Trafalgar auf jeden Fall hoch. Geht auch direkt zum Scout nach links oben. Das ist gut dabei gerade. Gucken wir nochmal jetzt hier, ich habe gerade F gedrückt, auch wenn ich nicht weiß, was F macht. Gut, dann lassen wir es einfach weiter jetzt hier. Jetzt hier auf jeden Fall Trafalgar mit dran, ist auch dabei den Overlord quer rüber zu schicken. Er kennt die Karte bis dato nicht, was wichtig ist. Baut erstmal direkt den Spawning Pool. Und wir sehen die erste Barracks hier, um den Wall of perfekt zu machen für Devil Cry, also er jetzt hier danach strebt. Man muss sagen, ihr wisst es ja, der Gewinner kriegt eben das unglaubliche Ehre, auf meiner YouTube-Seite genannt zu werden, was im Grunde so viel wert ist wie eine Handvoll nichts, aber es ist besser als nichts, weil eine Handvoll nichts ist mehr als nichts. Gut, jetzt hier sehen wir das erste Gas mit Devil Cry, er auch direkt dabei, den ersten Marines hier rauszuziehen, baut nochmal das zweite Supply Depot, einfach damit der Warlock perfekt ist, beide scouten sich erstmal dreist hier durch. Und da kommt schon mal der SCV hier oben, sieht, dass hier nichts am Start. Und Trafalgar baut den Spawning Pool und die Hatchery sofort hinten dran. Also er ist bestrebt, das Makro-Game hier aufzuziehen. Und wir sehen, da vorne kommt die Drone an. Währenddessen wartet erstmal hier Devil Cry. Guckt jetzt, ob hier was Phase ist. Merkt, hier ist nichts am Start. Kein Zerg-Spieler oder ähnliches in der Nähe. Und gleich kommt die Drone hier an. Er sieht sich jetzt hier. Okay, Mensch, hier ist der Terraner. Gucken wir mal, was Phase ist. Und der fängt auch direkt an, hier ihn zu beschießen. Und das ist auf jeden Fall keine schöne Begrüßung hier an der Stelle, muss man mal sagen. Wir sehen, die Hatchery wurde gecancelt. Okay, Hatchery cancelt an der Position. Also haben wir Close Position, Metabolinschub sofort in Gang gesetzt und dazu die Queen im Auftrag. Also Trafalgar macht hier den Cancel von der Queen, von der Hatchery hier, ganz wichtig. Währenddessen scoutet auf jeden Fall noch Devil Cry hier fleißig weiter. Er hat noch nicht gesehen, wo sich der jeweilige Spieler befindet. Und dein Upgrade ist gerade komplett. Auf jeden Fall sehen wir von ihm jetzt hier die zweite Barracks. Hier oben ist noch kein Addon dran, sitzt aber sofort hier das Tech-Labor. Und hier kommt der Reaktor mit hinten ran. Also er hat jetzt hier, will ich aber mehr den Bio-Build jetzt hier einschlagen, hat auch nur ein Gas eingeschlagen. Gucken wir mal aufs Income-Tab hier. Und da sehen wir einfach durch die erhöhte Anzahl der Harvester und auch durch die Mule hat auf jeden Fall gerade wesentlich mehr als er. Der zweite Gas ist bereits in Produktion. Und das Baneling-Nest. Das Baneling-Nest für Trafalgar. Und das sieht Devil Cry. Er sieht das Baneling-Nest immer, weiß er Bescheid. Okay, jetzt wird's eng. Jetzt spielt er auf jeden Fall hier auf dem Baneling-Bass wahrscheinlich. Wir sehen sofort hier die Concussive Shards im Auftrag. Und dazu die Factory, die jetzt kommt. Metabolinschub ist jeden Augenblick klar, da vorne sammelt schon mal Trafalgar die ersten Zerglinge und wir sehen, er bleibt auf einem einzigen Gas. Keine Drones mehr erstmal in Produktion, geht es hier wirklich nur eiskalt hier auf die einzelnen Linge, die auch gleich ihr Speed-Upgrade kriegen, gleich kommen da die kleinen Flügelchen, da sollten sie jeden Augenblick kommen und die Flügelchen sind da, da sind die Flügelchen, also jetzt haben wir Speedlinge auf dem Spielfeld, Starport hier, 1-1-1-Bild eiskalt für Devil Cry und er baut Hellions. Also könnte das hier wirklich ein Hellion-Drop werden? Also haben wir im Grunde Hellion-Drop versus Baneling was und wer ist dort besser mit beraten? Das ist jetzt hier die Frage. Wir haben immer noch kein Tech 2, er will auch scheinbar keine Centrifugal Hooks hier erforschen, wartet ab, schickt die Zerglinge in Position, wird sie hier sicherlich dann in Baneling morphen und dann versuchen hier einen schönen Schaden in dem einzelnen Warlock hier zu machen und das macht er auch jetzt. Vier Baneling sind dabei reinzumorphen und er hat auch gut Mineralien und gute Ressourcen hier und er war trotzdem die Hatchery. Also erstmal wollte er jetzt hier auf Harassment setzen, kriegt neue Linge rein und vier Baneling sind wie gesagt mit dabei, können es hier gut Schaden machen. Die einzelnen Marodeure und Marines sind mit dabei und wir sehen das Medivac auf dem Weg und es ist gerade mal bei 50%.
Und da kommen die Bähnlinge laufen ran. Jetzt hier kann da einen rausziehen. Und die Bähnlinge kommen. Und mach es an. Oh, 17 ist vorbei. 17 Leben noch. 11, 10, 89, 6, 4, 3, 2, 1. Und das Ding brennt runter. Der Reaktor auch nur noch bei 50 Leben. Hinten das Supply Depot brennt auch gerade unerbittlich runter. Er muss es reparieren und das macht er auch jetzt. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt ist Verfolger ganz klar im Vorteil. Hat jetzt 5 Bähnlinge neu rangemorpht. Und währenddessen werde ich es nicht schaffen, hier hoch zu reparieren. Auch das Supply Depot ist so gut wie down jetzt hier. Und da kommen die Bähnlinge, die... Oh, so viel Schaden. Da sind die Linge mit drin. 10 Linge im Auftrag. Hatchery ist jeder um dich fertig. Stimpak wird gerade erforscht. Das Medivac macht sich auf den Weg jetzt hier. Und da sieht man hier auch, der Surround kommt gut drauf jetzt hier. Jetzt wurde auch jetzt noch gecancelt. Neue Linge bereits im Auftrag. Und ihr seht es hier, das Medivac steht einfach. Er steht. Es macht nichts in der Position. Die Linge können jetzt wieder ganz klar die Ecoline harassen. Und damit war es das so gut, kann man nicht anders sagen jetzt hier. Damit kann man sagen, 1-0 geht schon mal an Trafalgar hier. Und da schreibt er, GG ist damit raus. Und das heißt für mich erstmal 1-0 für Trafalgar. Das heißt, Loser's Choice für Devil Cry X. Und das heißt, wir gehen direkt auf die nächste Karte. Bis dahin, gehabt euch wohl.